Hallo liebe Jagd- und Naturfreunde Weidmannsheil. Ich werde oft gefragt, ob ich nicht meine Waffen mal vorstellen kann. Die Helix habe ich euch schon oft gezeigt und jetzt geht es um den Bergstutzen, den ich schon bei vielen tollen Jagdmomenten benutzt habe. Für mich ist eine Jagdwaffe ein Werkzeug, da spielen ästhetische Sachen eigentlich wenig eine Rolle für mich, aber der Bergstutzen verbindet das Ganze. Es ist hier der Merkel B4 Bergstutzen. Wie kam ich dazu? 2016 hatte ich eine Jagdeinladung nach Schweden auf Auerhahn und Elch. Das ist eine tolle Jagdmöglichkeit, hat aber ein Dilemma zur Folge für den Jäger, denn der Elch braucht ein großes Kaliber, ein starkes Kaliber und der Auerhahn im Idealfall ein Vollmantelgeschoss aus einem kleinen Kugellauf. Das bedeutet, man nimmt entweder zwei Waffen mit oder eine kombinierte Waffe. Ich habe mich für die kombinierte entschieden und Merkel Jagd- und Sportwaffen hat mir ein tolles Angebot gemacht für diesen Merkel B4 Bergstutzen. Ich habe da immer einen Riemen dran, ganz schön tollen Riemen, optisch schönen Riemen aus Büffelleder, den bietet Merkel auch an. Hier mit zwei Möglichkeiten für Patronen zum schnellen Nachladen. Dubletten sind möglich, habe ich auch schon gemacht auf Dammwild. Was ist ein Bergstutzen? Bergjäger haben das für sich favorisiert, eine gekürzte Langwaffe mit unterschiedlichen Kaliberläufen, also eine Doppelbüchse mit unterschiedlichen Kaliberläufen, eine Kipplaufwaffe. Sehr leicht, kurz und führig. Sieht edel aus. Wir haben hier einen Holzschaft der Holzklasse 4 mit einem Schweinsrücken und einer bayerischen Backe. Das Ganze gibt es auch als Linksschäftung für den Linkshänder. Sie geht wunderbar schnell in den Anschlag. Und eine tolle Waffe, die kurz gut liegt. Wir haben hier das Modell Black. Da sind die Seitendeckel in schwarz, das Ganze gibt es aber auch noch in gravierten Deckeln. Hier ist der Systemkasten auch schwarz und wir haben bei der Version Suhl und bei der Version Black auch goldfarbene Abzüge. Wie baut sich das Ganze auf? Der Vorderschaft, der ist abnehmbar und dann wird die Waffe abgekippt. Natürlich kontrolliert man vorher, ob die Waffe leer ist und ob die sicher ist. Und dann haben wir auch schon die beiden Teile. Das ist gut zum Reinigen und auch für den Transport natürlich. Wir haben das Laufbündel jetzt mit dem montierten Zielfernrohr. Montiert ist das Ganze mit einer Sula-Aufkippmontage. Und das Glas ist ein 2x12x42 VX6 HD von Leupold. Ein schlankes, elegantes Glas, was hier sehr gut zu passt und erstaunlich lichtstark ist. Ich habe mich da selber überraschen lassen. Ein tolles Glas. Laufbündel mit frei schwingendem unteren Lauf. Wie eigentlich immer ist dort der stärkere Lauf verbaut, weil er den größeren Ladedruck hat und das System hier unten am stabilsten ist. Frei schwingt, oben ist der kleine Kugellauf. Beide kann man zueinander einstellen. Dafür gibt es zwei Schrauben und vorher muss man Arretierungsschrauben lösen. Ich habe das Einschießen immer bei Merkel machen lassen. Ich wollte das von Fachleuten machen lassen, aber es ist keine Hexerei. Man kann das auch selbst machen. Offene Visierung, Kimmer und Korn für den Jäger, der damit jagen möchte oder für den Nahbereich, wenn man das Zielfernrohr abnimmt. Der Hinterschaft, daran verbirgt sich eben das System und der Verschluss, hier ein Jäger-Kipplock-Verschluss, wo der sicherste und stabilste Verschluss, den kann man entnehmen. Der ist auch behandelt, nie trainiert, deswegen auch so goldfarben, das ist eine Behandlung, die das Ganze zuverlässiger, robuster machen lässt. Den kann man in die Hosentasche stecken und wenn man auf Reisen ist, auch mal das Hotelzimmer verlassen mit einem guten Gewissen, denn die Waffe ist so nicht mehr schussbereit. Man kann damit nichts anfangen. Wenn man dann wieder losgehen möchte zur Jagd, nimmt man den Verschluss, wenn man ihn dann nicht verloren hat, nimmt man raus, setzt ihn ein, das ist eigentlich relativ einfach. Und dann setzt man das Laufbündel wieder zusammen und den Vorderschaft macht man ran. Und dann ist die Waffe auch schon wieder bereit. Abkippen. Wir haben hier ein Einschlosssystem. Das hat einen Vorteil, das ist sehr sicher. Nach dem Schuss muss diese Waffe wieder neu gespannt werden. Also spannen, Schuss, entspannen, spannen, zweiter Schuss. Der vordere Abzug, das sind beides Feinabzüge, keine Stecherabzüge, ist für den unteren Lauf vorgesehen, für den größeren Kugellauf und der hintere Lauf ist für den kleineren Kugellauf vorgesehen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das ist hier auch nie trainiert, hatte ich schon gesagt, bei der Ausführung Black und Suhl. Letztlich ist dieser Bergstutzen eine kleine, führige Waffe, die edel aussieht. Die kommt auch gut an, man macht damit immer eine gute Figur. Letztlich der Preis, annähernd 5000 Euro, das ist sehr viel Geld. Aber ich sage euch ganz ehrlich, diese Waffe hat mir so tolle Momente geschenkt und ich glaube, ich gebe sie so schnell nicht wieder her.
Eine Waffe fürs Jägerleben, würde ich mal sagen. Pirschjagd, toll. Ansitzjagd, auch super. Und letztlich für die Drückjagd und für solche Momente wie in Schweden, das war, den Elch hatte ich beschossen, der lief auf uns zu. So schnell kann ich auch nicht nachladen. Da hat der Jagdhelfer, der Jagdführer mir geholfen mit dem Schuss aus seinem Repetierer. Also für Afrika und ähnliches dann doch die Doppelbüchse mit zwei gleichen Kalibern. Hier aber wirklich eine tolle Allround-Waffe, Universalwaffe. Ja, ich habe euch das jetzt vorgestellt, damit wieder ein Haken dran an einer Bitte, einem Wunsch von euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die kurz in den Kommentar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, Gruß und Waldmannsheil, euer Dreischboss.